Im Oktober 1987 lässt eine Mutter ihre 4 minderjährigen Kinder in einem Apartment in Sugamo im Bezirk Toshima in Tokio zurück. Im Juli 1988 begeben sich Behörden zu dem Apartment, da sie einen Hinweis auf eine verdächtige Situation vom Vermieter bekommen haben. Sie finden im Apartment 3 unterernährte Kinder, einen Jungen und 2 Mädchen, die nur sehr vage Auskunft über die Situation geben. Was genau ist hier vorgefallen? Da der Name der Familie nie in der Presse genannt wurde, nutze ich die Abkürzung A für den Familiennamen. Frau A ist 1948 geboren und hat ihren Schulabschluss in der Präfektur Kanagawa gemacht. Sie träumt davon, Sängerin zu werden, und ein kleines Label bringt tatsächlich eine Platte von ihr heraus. Allerdings schafft sie es nicht, einen größeren Bekanntheitsgrad zu erreichen. Daraufhin beginnt sie, in einem Kaufhaus zu arbeiten. Sie hat einen Sohn, der 1973 geboren wird. Den Vater dieses Sohnes heiratet sie. Er verlässt seine Frau und seinen Sohn einige Jahre später. Offenbar geht Frau A. Ende der 70er Jahre zum Meldeamt, da sie sich wundert, dass für ihren Sohn keine offizielle Aufforderung zum Schulbesuch eingegangen ist. Auf dem Meldeamt erfährt sie, dass keinerlei Meldung für ihren Sohn vorliegt. Er ist also eine unregistrierte Person. Frau A. schließt daraus, dass ihr Mann die Meldung ihres Sohnes nie vorgenommen hat. Darüber hinaus ist Frau A. äußerst überrascht, zu erfahren, dass sie mit ihrem Mann gar nicht legal verheiratet ist. Über eine Hochzeit liegen nämlich auch keine Papiere bei den Behörden vor. Frau A. bekommt ihr zweites Kind, eine Tochter, im Jahr 1981, einen weiteren Sohn, geboren 1984, und jeweils eine Tochter 1985 und 86. Alle Kinder haben verschiedene Väter. Der zweite, 1984 geborene Sohn, stirbt laut späteren Angaben der Mutter kurz nach der Geburt. Keines ihrer Kinder wird von ihr offiziell gemeldet. Vielleicht dachte sie, es wäre einfacher und praktischer, die Bürokratie zu umgehen, da es ja schon bei ihrem ersten Sohn so gut geklappt hat, dass sie es selber nicht bemerkt hat. Keins der Kinder besucht eine Schule oder eine andere öffentliche Einrichtung. Im Jahr 87 lernt Frau A. einen Mann kennen, mit dem sie eine Beziehung beginnt. Da sie mit ihm ein neues Leben beginnen möchte, überträgt sie ihrem zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alten Sohn die Verantwortung für seine 3 jüngeren Schwestern, die 6, 2,5 und 1,5 Jahre alt sind. Sie gibt ihm 50.000 Yen, knapp 400 Euro, und weist ihn an, wie er auf Nachfragen von Erwachsenen reagieren soll. Dann verlässt sie Sugamo und zieht zu ihrem neuen Freund, einem 56-Jährigen, nach Urayasu, in der Präfektur Chiba, auf der anderen Seite von Tokio, nur knapp über 30 Kilometer entfernt von Sugamo. In den folgenden Monaten trifft sich Frau A. hin und wieder mit ihrem Sohn in einem Fastfood-Restaurant in Sugamo und gibt ihm etwas Geld, um Essen zu kaufen. Allerdings ist das Geld bei weitem nicht ausreichend, um den Lebensmittelbedarf von 4 Kindern zu decken. Zu Beginn überlässt sie ihrem Sohn etwa 80.000 Yen pro Monat, was etwas über 600 Euro entspricht. Bereits nach wenigen Monaten reduziert sie die Summe auf nur etwa 20.000 Yen pro Monat, was nur rund 150 Euro sind. Nach ihren Töchtern, die während dieser Treffen alleine im Apartment sind, sieht sie nicht. Über das Leben der Kinder alleine ist nicht allzu viel bekannt. Der Sohn nimmt wohl auf der einen Seite die Versorgung seiner Schwestern ernst, wechselt Windeln und kauft von dem wenigen Geld, das seine Mutter ihm gibt, Essen im Supermarkt. Auf der anderen Seite ist er natürlich völlig überfordert und fängt an, sich in den Straßen von Sugamo herumzutreiben. Während er unterwegs ist, sind seine 3 kleinen Schwestern alleine im Apartment,
wo sich laut Angaben des Sohnes auch öfter Freunde von ihm aufhalten, auch wenn er nicht zu Hause ist. Anscheinend nutzen die Freunde des Sohnes die Situation, in dem Apartment unbeaufsichtigt von Erwachsenen ihre Freizeit zu verbringen. Falls Fremde Frau A.'s Sohn auf der Straße ansprechen, erzählt er die von seiner Mutter vorgeschriebene Lüge. Er sei auf dem Weg zur Rikkyō-Grundschule. Dem Inhaber des Supermarkts, in dem der Sohn regelmäßig einkauft, wundert sich, dass der Junge oft mitten in der Nacht kommt oder auch tagsüber, zu Zeiten, in denen er in der Schule sein sollte. Fragen stellt der Marktinhaber aber keine. Da Frau A. auch keine Rechnungen mehr bezahlt, werden Strom und Gas einige Wochen, bevor die Kinder gefunden werden, abgestellt. Die anderen Mieter des vierstöckigen Apartmentkomplexes, in dem Frau A.'s Apartment ist, wollen übrigens bis zum Schluss nicht bemerkt haben, dass Kinder im Apartment sind. Der Vermieter von Frau A. meldet sich schließlich bei den Behörden. Er hat bei mehrfachen Besuchen des Apartments weder Frau A. noch eine andere erwachsene Person angetroffen. Das Apartment sei in einem schlimmen Zustand, voller Essensreste und Kleidung, und er könne keinen Kontakt mit Frau A. herstellen. Nachdem am 17. Juli 1988 drei der vier Kinder von den Behörden im Apartment gefunden werden und sich die Medien sofort auf den Fall stürzen, stellt sich Frau A. am 23. Juli der Polizei. Sie gibt an, sie verstehe nicht, weshalb ihr Sohn sich nicht bei ihr gemeldet habe. Er kenne ihre neue Adresse. Außerdem hätte sie genug Geld dagelassen. Sie verstehe gar nicht, weshalb es überhaupt Probleme gäbe. In Wirklichkeit haben die Kinder bereits seit Februar quasi überhaupt kein Geld mehr, da in diesem Monat der erste Besuch des Vermieters erfolgte, der alle offenen Mietbeträge an Ort und Stelle von dem 13-jährigen Sohn fordert, der ihm daraufhin das letzte Geld gibt, das die Kinder noch haben. Frau A. hat die Wohnung für sich und zwei Kinder angemietet. Das heißt, der Vermieter ist gar nicht darüber informiert, dass Frau A. in Wirklichkeit vier Kinder hat. Die ganze Geschichte ist zwar schon schlimm genug, aber das jüngste Kind, das etwa 2 Jahre alt ist, ist nicht im Apartment vorgefunden worden. Frau A. kann sich das natürlich nicht erklären. Und ihr Sohn hat bis zu dem Zeitpunkt noch keine Frage der Behörden wirklich beantwortet. Zwar werden im Apartment tatsächlich die Überreste eines Kindes gefunden, allerdings ist schnell klar, dass dieses Kind bereits seit mehreren Jahren tot ist. Die Leiche ist vollständig skelettiert. Es handelt sich um die Überreste des zweiten Sohnes von Frau A., der 1984 kurz nach der Geburt gestorben ist. Frau A. hat den Tod ihres Sohnes nirgends gemeldet und die Leiche in ihrem Apartment versteckt. Da sie ja auch seine Geburt nicht gemeldet hat, fällt das Fehlen des Kindes niemandem auf. Sie hat alle Kinder außer ihrem ersten Sohn zu Hause zur Welt gebracht. Deswegen hat auch keins dieser Kinder eine Geburtsurkunde. Bleibt also die Frage, wo ihre jüngste Tochter ist. Dies beantwortet 2 Tage später, am 25. Juli, der älteste Sohn. Ein Freund von ihm hätte 3 Monate zuvor, im April 1988, seine 2 Jahre alte Schwester getötet. Seine Schwester hätte von den Cup-Noodles gegessen, die die Jungs zuvor für sich gekauft hatten. Außerdem hat sie länger geweint und geschrien, und davon war der Freund besonders genervt, woraufhin er das Kleinkind über mehrere Stunden lang immer wieder in einen Schrank legt und wartet, bis es herausfällt. Ob der Bruder selbst sich auch an den Misshandlungen beteiligt hat, wird in den vielen Berichten unterschiedlich dargestellt. Die häufigste Darstellung ist, dass er zwar anwesend war, aber sich nicht beteiligt hat, aber er hat auch nichts unternommen, um seinen Freund zu stoppen. Der Bruder überlegt sich, einen Krankenwagen zu rufen, entscheidet sich aber dagegen, weil er annimmt, dass dann ihre Situation auffliegt. Am nächsten Morgen stirbt seine Schwester. Da der Bruder damals gesehen hat, was seine Mutter mit ihrem toten Baby gemacht hat, packt er die Leiche in einen Plastiksack,
und legt sie mit einem Deo in den Schrank. Der Geruch wird aber schnell zu intensiv. Also begraben er und sein Freund die Leiche seiner Schwester in einem Wald bei Chichibu, wofür sie eine einstündige Zugfahrt spätabends in Kauf nehmen. Die Leiche des Mädchens haben sie dabei in eine Reisetasche gepackt. Danach müssen sie die restliche Nacht am Bahnhof verbringen, da kein Zug mehr zurückfährt. Laut der Behörden ist die Aussage des Sohnes, wie seine Schwester gestorben sei, glaubwürdig. Er und sein Freund, der die Tat begangen hat, werden in ein Erziehungsheim geschickt und aufgrund der Umstände nicht weiter bestraft. Sie waren zum Zeitpunkt der Tat beide unter 14 Jahren und sind somit sowieso noch nicht strafmündig. Da der Sohn von Frau A. nie wirklich eine Schule besucht hat, liegt sein Bildungsniveau im Alter von 14 Jahren etwa auf dem eines Grundschülers. Frau A. wird im August 1988 zu 3 Jahren Haft verurteilt. Nachdem sie ihre Strafe abgesessen hat, schafft sie es tatsächlich, das Sorgerecht für ihre 2 Töchter zurückzubekommen. Der Film Nobody Knows von 2004 basiert auf den Geschehnissen in Sugamo. Was sagt ihr zu dem Fall? Findet ihr die Strafe für Frau A. war angemessen? Was haltet ihr davon, dass sie das Sorgerecht für ihre Töchter zurückbekommen hat? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert noch schnell den Kanal. Bis gleich!